Hi Leute, da sind wir wieder. Und heute machen wir Sauerkirsch-Schokoladenkonfitüre mit etwas Espresso drin. Ich mache diese immer im Winter, weil ich die zu Weihnachten verschenke. Da freuen sich schon mal ganz viele Leute drauf. Und ich mache diese auch, weil im Sommer Sauerkirschen nicht so sehr verfügbar sind wie jetzt in dieser Jahreszeit, weil ich jetzt in diesem Video auch auf TK-Ware zurückgreifen werde. Das ist immer eine sehr gute Lösung, weil die Preise wert ist und sehr guter Qualität verfügbar ist, aber auch im Sommer halt nicht immer überall angeboten wird. Ja, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch dieses Video mal und wenn ihr jetzt Lust habt, dann bleibt einfach dran. So, für das Video oder für das Rezept brauchen wir folgende Zutaten: 1 Kilo Sauerkirschen entsteint, dann brauchen wir Gelierzucker 2 zu 1, 500 Gramm, etwas Espresso, Zartbitterschokolade und Zimt. Und was wir jetzt daraus machen, zeige ich euch jetzt. So, wie ihr es euch schon denken könnt, geben wir die Kirschen einmal so wie sie sind in den Topf, geben den Gelierzucker dazu. Und dann messen wir uns was von dem Espresso ab. Und zwar genau 100 Milliliter. Und dann nehmen wir eine Zimtstange, eine schöne große. Diese hier, geben die einfach hier rein und lassen die gleich mitkochen. Und wir lassen alles ganz normal 4-5 Minuten aufkochen und dann entfernen wir die Zimtstange und werden dann wahrscheinlich einen Teil der Kirschen pürieren. Aber vorher nehmen wir noch hier Tafel Schokolade, 70%, ihr seht es hier. Ihr könnt auch 60 nehmen, das geht auf jeden Fall auch, wenn ihr es nicht ganz so stark mögt. Und eine Tafel hat 25 Gramm und davon werden wir 50 bis 75 Gramm nehmen. Das ist dann euch überlassen, je nachdem, ob ihr das etwas schokoladiger mögt oder nicht. So, die Konfitüre fängt jetzt an zu arbeiten. Erhitzt jetzt alles langsam. Ich glaube, man sieht's. Ansonsten, ich rühre mal kurz für euch durch. Also wird schon langsam warm. Die Schokolade schmilzt, dann wird er komplett einmal aufgenommen. So soll es sein. Und dann gucken wir mal, ob wir das pürieren oder nicht. Je nachdem, wie dann die Kirschen zerfallen. Ich finde die Püree-Idee ganz gut, also 50-50 würde ich es machen. Halb pürieren, halb ganz lassen. Und dann entfernen wir natürlich vorher noch die Zimtstange, wie ich es gerade erzählt habe. Und waschen die einmal ab und lassen sie dann trocknen. Und geben sie anschließend in einen Pott mit Zucker. So, da sind wir wieder. Fertig gekocht, ihr seht es noch, wie es brubbelt und wie der Dampf aufsteigt. Und wir pürieren es jetzt. Wir pürieren zwar die Hälfte der Kirschen. Ah, da war noch Stein drin. So, das sollte reichen. Und das wird einfach jetzt alles in Gläser gefüllt. Nach Möglichkeit besorgt euch sowas hier. Das ist echt super. Das ist ein großes, großer Trichter mit einem großen Einlass. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob dann, ob ich noch jetzt hier die, wie heißt jetzt, Zimtstange finde. Ansonsten war das die Zimtstange, die püriert wurde. Obwohl, ne, sieht nicht so aus. Sehr schön. Die hier einmal rausfischen und abwaschen. Und dann können wir sie gleich in so einen Pott Zucker geben. So, und das war's auch schon wieder mit dem Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt drunter. Teilt das Rezept, wenn es euch gefallen hat, auf Google+, Twitter, Facebook, überall. Ja, und ich bin damit raus und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.